Hallo, ich bin Markus, das ist mein Sohn Rio, das ist Into the Orbit, und sagt das Kickstarter-Spiel. Jetzt mal ein bisschen lockerer, vorher in Englisch haben wir gerade das Video gemacht für Kickstarter. Das ist schon ein bisschen aufregend und Englisch ist auch ein bisschen schwierig. Drum jetzt in Muttersprache ganz einfach. Also, das wird ein bisschen eine Art Tutorial, dass ich mal kurz erkläre, wie das Spiel funktioniert. Und wir machen es einfach, indem wir eine Runde spielen. Vorweg, das ganze Spielmaterial passt in diese kleine schöne Holzbox rein. Die kommt direkt aus meinem Laser raus, ist schon geklebt, also die wird wirklich so eingepackt und ausgeliefert, muss man nur auspacken. Diese Acrylteile sind auch aus meinem Laser raus, die muss man, da ist so eine Schutzfolie drauf, dass sie auch ja schön ausschauen, die kann man dann abziehen. Die Holzteile sind direkt so. Okay, und sind in Tütchen, damit sie nicht aus der Box rausfallen. So, und Würfel sind auch dabei. Das Spiel geht eigentlich um den großen Traum, Raketen zu bauen und in den Weltraum zu schießen und eine Firma zu gründen, die eben damit ihr Geld verdient. Also der Traum aller Kinder und großer Jungs. Man kann es zu zweit spielen, aber auch bis zu vier Spieler. Also genau richtig für die ganze Familie. Ich habe drauf geschrieben, ab 8 Jahre. Ich glaube, das trifft ziemlich gut. Rio ist 8, aber es ist ziemlich simpel. Also man kann es, glaube ich, auch mit einem 7- oder 6-Jährigen spielen. Je nachdem, wie weit die Kinder sind. Aber 8 ist gut, glaube ich. Okay, am Anfang ist es so, wir haben hier einen Pool. Das sind alle Raketenteile, die es gibt. Da sind auch Teile dabei, die haben wir noch nicht erforscht. Jeder Spieler hat eine Startrampe, das ist das hier, die ist unzerstörbar, haben wir für immer. Hat außerdem 10 Credits, die weißen hier sind Einzeleinheiten und die orangenen sind 5 Credits jeweils, also zusammen 10. Und am Anfang jeder Runde kriegen wir nochmal 3 Credits, das ist die Startfinanzierung. Die haben wir immer so lange, bis wir anfangen, diese Siegpunkte zu erhalten, weil das sind Teile von der Weltraumstation und sobald wir eine davon hochgeschossen haben, kriegen wir keine Startfinanzierung mehr. Man muss sich also sehr gut überlegen, wann man damit anfängt, weil man kann pleite gehen. Wenn man dann sein Budget erschöpft und die letzte Rakete abstürzt, dann ist Game Over. Okay, so, die erste Phase ist, wir bauen unsere Rakete. Aus den hier schon erforschten Teilen, die hier neben dem Launchpad liegen, müssen wir das Geld ausgeben. Die kosten jetzt in dem Fall alle 2, das ist die kleine Zahl hier rechts unten, ich zeige es mal vielleicht in die Kamera, vielleicht kann man es erkennen. Da stehen 2 Zahlen drauf, eine große in der Mitte und eine kleine am Rand. Die große in der Mitte ist die Zuverlässigkeit oder der Bonus, der sagt aus, wie gut ist quasi zum Beispiel das Triebwerk von der ersten Stufe, wie zuverlässig funktioniert das. Oder bei dieser Raketenspitze gegen Weltraumschrott hat die einen gewissen Schutz, erklären wir alles. Also, jetzt bauen wir mal unsere erste Rakete, Rio. Ich gebe 10 Credits aus, 2, 4, 6, 8, 10. Das reicht genau, um die Rakete hinzubauen. Beim Bauen ist es eigentlich relativ simpel. Die wird von unten nach oben gezündet, das heißt, unten sollte mal ein Triebwerk sein, vorzugsweise. Dann baue ich noch ein Triebwerk hin. Dann kann ich jetzt meine Cargo-Sektion, die hat jetzt einen Platz, du kannst auch gleich bauen, man macht das parallel. Und eine Landevorrichtung. Und am Ende natürlich noch die Spitze. Kann man aber einfach aufeinander stecken. Okay, damit ist die Rakete schon gebaut. Genau, du bist auch fertig. Die gehört jetzt uns. Man kann auch später Teile, wenn man neue kauft, auch rausnehmen und später wieder verbauen. Das geht natürlich auch. Aber im Moment haben wir keine große Auswahl. Nehmen wir mal so. Okay, dann würfelt einer. Rio, du darfst die Wetterkonditionen aus, die jetzt da in dieser Runde herrschen. 4 ist für das Wetter, das kann also das Sturm, Regen, ist jetzt nicht 4, je höher, desto schlechter. Also nicht 4 ist schon so, ich würde sagen, im Moment 50-50 Chance, dass man den Start überlebt, oder den Flug überlebt. Und eine 3 ist für Weltraumschrott, dagegen schützt die Spitze. Beim Wetter helfen diese Finnen, die Blades, die schützen, dass die Rakete, also die sorgen dafür, dass die Rakete quasi stabil bleibt und nicht aus dem Kurs gerät. Jetzt muss jeder Spieler entscheiden, ob er startet oder nicht. Hey, willst du starten oder wartest du lieber ab? Ich starte. Du startest, sehr mutig. Okay, ich starte auch. Wir sind heute mal ganz mutig und mal demonstrativ zeigen wir mal, wie das Spiel funktioniert. So, das Kaufen und Bauen und Erforschen ist gleichzeitig, das können alle immer machen. Der Flug, der ist dann ein Spieler nach dem anderen, ist aber relativ schnell abgehandelt. Als erstes muss er sagen, welche Nutzlast er wohin transportiert. In dem Fall, er hat nur einen Slot. Das heißt, ein Satellit und er hat 2 Triebwerkstufen, damit kommt er gerade in den Low Earth Orbit. Wir haben nämlich
Die erste Stufe, die startet die Rakete gerade so. Die zweite, die befördert sie in den niedrigen Erdorbit. Die zweite in den mittleren und die dritte in den hohen. Das sind die drei Stufen. Später kann man also höher fliegen, kriegt man mehr Geld. Okay, jetzt muss er als erstes für den Start würfeln, immer mit zwei Würfeln. Und er muss diese Zuverlässigkeit von seiner Raketenstufe, das ist jetzt eine 5, muss er erwürfeln oder überwürfeln. Nur nicht runter. Hau rein. Ja, gut. Er hat jetzt eine 9 gewürfelt. So. Das heißt, die Rakete ist abgehoben. Als nächstes kommt es durch die Schicht von Atmosphäre und Weltraumschrott. Das heißt, er muss eine Probe würfeln. Die geht jetzt mit zwei einzelnen Würfeln. Erstmal gegen diesen blauen Würfel, das ist das Wetter. Eine 5. Er hat das gleiche oder mehr gewürfelt. Also er ist durch das Wetter gekommen, ohne abgelenkt zu werden, obwohl es ziemlich stürmisch ist. Der zweite Würfel geht gegen den orangenen Weltraumschrott. Da zählt die Spitze dazu. Die hat er nämlich schon und die bringt einen kleinen Schutz von 1. 2 plus 1 ist 3. 3 ist die Stufe. Er hat es gerade so geschafft. Jetzt ist die Rakete schon gestartet. Jetzt müssen wir nochmal würfeln für die zweite Stufe von der Rakete. Eine 6, das reicht auch. Das heißt, die ist jetzt in seinem niedrigen Erdorbit, deployt seinen Satelliten, kriegt dann später Geld dafür. Und jetzt geht es darum, landet die Rakete wieder. Er hat hier eine Lande-Quasi-Stufe. Würfel mal, wieder zwei Würfel. 2 und 5 ist 7. Er landet auch wieder. So, also Flug, erfolgreich, alles super. Niedrigen Erdorbit, ein Satellit, das bringt einen Credit. Und weil der Flug generell erfolgreich war, gibt es immer zwei dazu. Das heißt, er hat jetzt 3 Credits gekriegt. Alles gut. Und ich merke, ich habe vorher falsch gezahlt. Ich muss eigentlich nur 3 Credits bekommen. So. Okay, jetzt mache ich das gleiche. Wahrscheinlich ein Negativbeispiel. Erste Stufe, 6. Gestartet. Okay, gut. Dann gegen das Wetter. Eine 6, oh, geschafft. Weltraumschrott, auch geschafft. Ich würfel gut. Und die nächste Stufe, eine 5. 5, ganz genau geschafft. Und das Landen. Eine 6, eine 7 sogar. Auch geschafft. Also, wunderbar. Kriege ich auch Geld. Du hast vorher irgendwie zu viel ausgegeben. Du hast die 3 vorher waren übrig. 5, ne, genau. So. Und ich kriege auch jetzt nochmal 3. Genau. Jetzt ist die nächste Runde. Alles gut. Jeder kriegt wieder seine Grundfinanzierung, weil wir haben noch keine Siegpunkte. Es gibt schon Möglichkeiten, was zu kaufen. Jetzt könnte man zum Beispiel sagen, das Wetter, wenn es schlecht ist, ich möchte trotzdem starten können, kaufe ich mir solche Finnen. Zum Beispiel diese hier. Die haben einen Grundpreis von 2. Das heißt, zum Erforschen kosten die Elemente immer das Dreifache vom Preis. Das heißt, 2, 4, 6 Credits muss ich ausgeben. Damit habe ich die Finne erforscht. Die ist jetzt immer im Repertoire. Kann ich jederzeit kaufen und verbauen. Das ganze Spiel. Ich darf sie nur nicht mit einem anderen Spieler tauschen. Das ist verboten. Technologietausch, ganz böse. Jetzt gebe ich nochmal 2 aus, um mir die sogar zu kaufen, zu bauen. Die baue ich jetzt in meine Rakete ein. Wo ist, egal, das ist reine Optik. Ich baue sie mal da mitten rein. So. Jetzt habe ich einen Vorteil. Vielleicht kann ich jetzt nächstes Mal bei schlechtem Wetter starten, wenn Rio nicht starten kann oder sich nicht traut zu starten. Was magst du machen? Auch, oh, okay, das war dann wohl der Vorteil. Das heißt, er hat auch eine Raketenfinne. Also er forscht und nochmal 2 ausgeben zum Bauen. Okay, gut, würfen wir das Wetter aus, dieses Mal ich. Ah, es ist jetzt sehr schönes Wetter. Ja. Da wird jetzt jeder fliegen, oder? Ja. Fliegen. Okay, Rio, würfel mal schnell durch. Erstmal die erste Stufe. Eine 5, ja, geschafft. Ein Würfel gegen das Wetter. In dem Fall kann man sich das Würfen sogar schenken, weil er kriegt einen Bonus von 2 und das Wetter ist 2. Also er kann nicht Minuswerte würfeln, das heißt, die Probe hätte er garantiert geschafft. Ja. Und nochmal einen Würfel fürs Weltraumschrottwetter, da hat er einen 1-Schutz. Und das heißt, selbst wenn er jetzt eine 1 würfelt, die 2 hat er sowieso. Das heißt, er schafft's. Dann kannst du jetzt für die zweite Stufe würfeln, ob du in den niedrigen Erdorbit kommst. Ja, ist geschafft. Und ob du wieder landest. 6. Okay, Flug war komplett erfolgreich. 1 für den Satellit, 2 für einen erfolgreichen Flug. Bei mir Start erfolgreich. Wetter brauche ich nicht. Weltraumschrott brauche ich auch nicht, weil so gut Wetter ist. Zweite Stufe passt. Landen 4. Jetzt habe ich Pech gehabt. Die Rakete landet nicht. Die Rakete landet irgendwo im Meer und zwar mit dem Kopf voraus. Okay. Ich habe meine Rakete verloren. Das heißt, ich kriege kein Geld. Doch. Geld kriege ich, weil der Satellit ist deployed und das war ein erfolgreicher Deploy. Das heißt, ich kriege
2 für den Flug und 1 für den Satelliten. Allerdings ist meine Rakete futsch. Ist allerdings so, wenn man die Rakete komplett verliert, in dem Fall hat sie jetzt einen Wert von 10, 12 sogar gehabt, du kriegst immer einen 8 Credits, kriegst die Retour von irgendeiner Versicherung, der Armversicherung, die das löhnt, damit man relativ schnell wieder ins Rennen kommt. Aber wenn man größere Raketen hat, dann heißt das, man hat ein bisschen einen Delay oder man hat genügend Geld auf der hohen Kante, um eine Rakete zu bauen. Man kann auch Versicherungen kaufen. Das hätte mich jetzt retten können, hätte ich sie vorher gekauft, wenn ich Geld gehabt hätte. Das sind diese kleinen Würfelchen hier. Die kann man einmal einsetzen, dann sind sie weg und dann darf man eine Probe, die man vermasselt hat, rerollen. Dann hätte ich das nochmal würfeln dürfen. 10 hätte locker gereicht, wäre die Rakete gelandet. Ich hätte nur meine Versicherung verloren, es wären 5 Credits gewesen, alles okay. Aber in dem Fall, ich hatte keine, meine Rakete ist futsch. Aber wir machen weiter. Okay, Runde vorbei, gibt wieder die Basisfinanzierung, 3 Credits für jeden. Ich schaue, dass ich mir die Rakete jetzt wieder baue. 2, 4, 5, 6, 12. Viel mehr bauen kann ich nicht. Ich will eine Versicherung kaufen. Ja. Gute Idee, Rio. Ich kann mir keine leisten, ich habe bloß noch 3 Credits übrig. Aber wenigstens habe ich meine Rakete wieder. Okay, gut. So. Okay. Ja, dann machen wir Wetter. Diesmal darfst du wieder. Okay, wir haben jetzt ziemlich einen Sturm. 5. Und 3 für das Wetter nicht. Aber gut, wir haben Finnen. Rio, traust du dich zu fliegen? Ja. Okay, ich traue mich auch zu fliegen. Okay, dann lasse ich dich wieder anfangen. Erstmal die erste Stufe. 5, ja? Glück gehabt. Dann das Wetter, ein Würfel gegen das Wetter. 5 plus 2 ist 7, 5 hättest du gebraucht. Nochmal ein Würfel für das. Du musst jetzt, darfst keine 1 würfeln, sonst haben wir Pech. Yep, geschafft. Und 2 Würfel für die zweite Stufe. Yep, und das Landen. Yep, perfekter Flug. 3 Geld, bitteschön. Okay, ich starte, funktioniert. Sturm, 1. Oh oh, 1 plus 2 ist 3. Meine Rakete kommt wieder vom Kurs ab und ich gehe ups. Ich habe ein Pech. Okay, gut. So komme ich nicht groß weiter. Den Rest brauche ich gar nicht auswürfeln. Okay. Basisfinanzierung, 3 Credits. Rio, du kannst jetzt wahrscheinlich irgendwas erforschen, oder? Irgendwas Besseres kaufen. Das ist immer die Preisfrage, was man investiert. Ein Booster, der kostet 3. Immerhin 4. 12 musst du dafür ausgeben. So viel Geld hast du noch nicht. Ich meinte erforschen. Ne, 12, das erforschen ist immer das teuerste. Ja. Du könntest ein bisschen besseres Triebwerk zum Beispiel erforschen oder eine größere Cargo-Sektion für 12. Ja, ich habe keine Zeit. Okay. Nächste Runde machen wir was, wo wir ein bisschen mehr Geld kriegen. Gibt nämlich noch was, das haben wir noch gar nicht gezeigt. Okay, ich baue jetzt erstmal hier noch einmal meine Rakete. Rio würfel schon mal fürs Wetter. Halt, die Würfel hier. Und dann. Würfel. Eigentlich schon fertig. Halt, das war schon. Okay. 2 und 5. Okay. Tun wir mal so, als wäre es 2 und 3. Dann ist das Fliegen ein bisschen einfacher. Man hat die Möglichkeit, noch einen versicherten Raketen in den Weltraum zu versicherten Satelliten. Dann muss man hier 2 Credits drauflegen. Das ist sozusagen ein Pfand. Ja, wenn du mehrere Satelliten hochschießt. Für jeden Satelliten 2. Kann ich machen. Das heißt, ich muss diesen Satelliten in der richtigen Höhe abwerfen, dann gibt der nicht nur einen Punkt, sondern gibt doppelt so viele, 2 Punkte. Aber wenn ich es nicht schaffe, falsche Höhe oder so, oder ganz abstürzt, dann sind auch meine Credits weg. Also ich garantiere quasi, dass ich diesen Satelliten in die richtige Höhe schieße. Okay, Rio, möchtest du fliegen? Ja. Ja, Würfel. Wir fahren die Wetterwürfel. Was war's? 2, 3? 2, 3. 2, 3 war's, glaube ich, damit. 3. Ja, dann hast du 3-3. Ich weiß es nicht mehr, was das war. Ist egal. 2-3 war das. Okay. So, 2-2 ist 4. Das ist jetzt ein Fail. Der Start ist. Genau. Jetzt kannst du einen Würfel ausgeben. Und nochmal würfeln. 1-6. Hat gereicht. Okay. Dann erste Wetterprobe brauchst du gar nicht. Sturm hast du die Finnen. Das schaffst du immer. Da musst du nochmal würfeln. Einen Würfel gegen den Weltraumschrott. Keine 1, wollte ich gerade sagen. Jetzt kracht die Rakete gegen den Weltraumschrott und geht kaputt. Okay. Jetzt mache ich es besser. Also die ist jetzt leider wirklich hops gegangen, inklusive den 2 Credits leider. Jetzt mache ich Start. 7. Geht. Weltraumschrott. Das andere muss ich nicht. Passt. Zweite Stufe. Passt nicht.
Bei der zweiten Stufe ist es so, da stürzt die Rakete nicht ab, aber sie zündet nicht. Das heißt, sie fliegt nicht höher. Ich erreiche mein Ziel nicht, damit verliere ich auch die Credits als Versicherung, weil ich komme nicht einmal in niedriger Orbit. Und das hatte ich eigentlich versprochen. Man kann auch, wenn man drei Stufen hat, auch nur zweimal fliegen in niedrigen Erdorbit. Dann hat man eine Stufe als Sicherheit. Kann man auch machen. Hatte ich jetzt in dem Fall nicht. Landen muss ich auswürfeln. Vier schaffe ich nicht. Die Rakete stürzt ab. Also heute haben wir ein bisschen Pech. Okay. Folgendes. Jetzt machen wir ein bisschen fast forward. Acht. Ja, du kriegst 8 als Ersatz und 3 für die neue Runde. Können wir uns jetzt nehmen. Aber ich glaube, wir machen jetzt ein bisschen schnell. Ich erkläre noch, was noch weiteres passiert. Später, wenn die Raketen höher werden, ist es so, dass der Turm nicht mehr hoch genug ist. So. Wenn ich jetzt zum Beispiel hergehe und ich baue mir, ich erforsche jetzt für 12 Credits diese Cargo-Sektion und baue sie mir nochmal für 4 Credits da rein, so. Dann ist es so, ist die Rakete höher wie mein Tower, darf ich so nicht bauen. Dann muss ich vorher meinen Turm höher machen und schon kann ich größere Raketen bauen. Geht sogar noch weiter, ganz am Ende baue ich Riesenraketen, die ein bisschen in hohen Erdorbit fliegen und gleich 3 Satelliten mitnehmen. So zum Beispiel. Machen wir mal so und bauen wir noch ein anderes Raketentriebwerk rein. Jetzt haben wir irgendwas ganz was Großes. So. Okay. Wenn diese Rakete beim Start abstürzt, explodiert sie natürlich oder kommt gleich wieder runter, dann wäre mein Tower weg. Meine Basiseinheit bleibt mir immer, allerdings diese beiden für 12 und für 30 Credits, also ziemlich teuer, gehen mir verloren. Besser ist, ich kaufe mir vielleicht vorher, kostet mich halt 10 Credits, diesen Fahrbahnuntersatz hier, dann kann nämlich, sollte die Rakete abstürzen, fährt das einfach weg und es würde nichts passieren. Das heißt, dann bleibt mir das, was ich da upgrade, fürs ganze Spiel erhalten. Und einmalig kann man dann im Spiel so einen Booster kaufen, der hat eine recht hohe Zuverlässigkeit, kann man aber nur einmal in die Rakete einbauen. Ist also die Frage, ob sich das lohnt, den zu erforschen, je nach Strategie. Man kann generell lange Triebwerke und kurze Triebwerke erforschen. Die langen brauchen natürlich mehr Höhe. Damit habe ich wieder ein Problem mit der Höhe von meinem Tower und wie viel ich unterbringe, um halt meine Zielhöhe zu erreichen. Dafür sind sie zuverlässiger. Dann haben wir verschiedene Spitzen. Zum Beispiel hier mit die beste, das ist eine lange. Die ist nicht ganz so teuer wie die kurze mit einem relativ guten Wert. Allerdings braucht die auch wieder mehr Bauhöhe. Also ich muss mich entscheiden. Habe ich den Bauraum oder brauche ich alles schön eng? Oder kaufe ich als erstes diese Landevorrichtungen, die mir relativ sicher meine Rakete zurückbringen? Oder habe ich immer eine Versicherung auf der Hinterhand, wenn irgendwas passiert, dass ich nochmal neu würfeln kann? Das gleiche gilt für die Finnen und eigentlich für alle Raketenkomponenten. Also muss ich immer überlegen, woran hapert es. Gerade wenn ich jetzt in den hohen Erdorbit fliege, dann kann ich das mit den ganz primitiven Antrieben, die man am Anfang hat, wo ich hier eine 5 würfeln muss, ist die Wahrscheinlichkeit dann doch relativ hoch, dass ich es irgendwann vermassel, dass es sich vielleicht lohnt, mehrere mit einer etwas höheren Sicherheit, hier zum Beispiel mit einem Wert von 4 zu kaufen, plus eine Versicherung und vielleicht einen Booster. Da muss man nur 3, 4 und vielleicht nochmal eine 4 überwürfeln. Dann hat man eine wesentlich höhere Sicherheit, dass man nach oben kommt. Und wie gesagt, eine Stufe, wo man den Wert nicht erwürfelt, die explodiert nicht gleich. Außer, es gibt eine Ausnahme, wenn man einen Pasch, einen 1er Pasch würfelt, also 1-1, dann zündet sie nicht nur, sondern sie explodiert. Dann ist es, hat man Pech gehabt. Okay, das ist eigentlich schon Into the Orbit. Und am Ende, wenn man eben bis in den hohen Erdorbit kommt, wofür es übrigens für den ersten Flug auch einen Bonus gibt an Credits, kann man dann Siegpunkte erlangen. Und da muss man einfach die Weltraumstationsteile, das sind diese Siegpunkte im Prinzip, in den Weltraum schießen. Da kann man jeweils nur ein einziges befördern mit so einer ganzen Dreier-Sektion. Und wenn man das schafft, die in einen hohen Erdorbit zu kriegen, dann kommt sie retour und du hast einen Siegpunkt. Und der Erste, der dann alle genügend Siegpunkte hat, der hat dann das Spiel gewonnen. Ja, das ist, so funktioniert Into the Orbit.